Heino, seine Hannelore wäre fast gestorben. Hannelore, eine tapfere Frau, hat viel durchgemacht. Nach einem schweren Autounfall im Mai 1972 wurde die Frau von Schlagerstar Heino ins Koma versetzt und erlebte einen wahren Albtraum. Obwohl ihr Körper nicht reagierte, war ihr Geist wach und miterlebte die Ärzte, die darüber sprachen, die lebenserhaltenden Geräte abzustellen. Das war grausam. Ich habe im Koma dieses Gespräch registriert. Sie sagten so etwas wie, noch 3 Tage, dann lassen wir es. Auch wenn sie aufwachen sollte, wird sie behindert bleiben. Doch Hannelore kämpfte um ihr Leben und überlebte. Glaubt fest daran, dass ihre Schutzengel ihr dabei geholfen haben. Heino Hannelore, gemeinsam durch dick und dünn. Das Schicksal brachte Hannelore und Heino zusammen. Trotz der schmerzhaften Erfahrungen, die Heino in seinem Leben durchmachen musste, minus den Verlust seiner Jugendliebe Karin Teilenberg und seiner Tochter Petra Bell, die Selbstmord begingen, und die Drogenprobleme seines Sohnes Uwe, blieb Hannelore immer an seiner Seite. Ihre Liebe war eine Quelle des Trostes für Heino in den dunkelsten Stunden seines Lebens. Die schmerzlichen Erfahrungen, die beide durchgemacht haben, haben ihre Seelen geprägt und sie dankbar gemacht für jede wunderbare Liebe, die sie erfahren dürfen. Ihre Beziehung ist stark und widerstandsfähig, da sie bereits schwere Prüfungen überstanden hat. Hannelore und Heino sind ein inspirierendes Beispiel für Liebe und Unterstützung in schwierigen Zeiten. Sie haben bewiesen, dass wahre Liebe alle Herausforderungen überwinden kann. Die Geschichte erinnert uns daran, wie wichtig es ist, füreinander da zu sein und einander in schweren Zeiten zu unterstützen. In einer Welt, in der viele Beziehungen scheitern oder oberflächlich sind, ist die Geschichte von Hannelore und Heino ein Lichtblick. Sie zeigen uns, dass echte tiefe Liebe existiert und dass sie stark genug ist, um alles zu überwinden.